Rätseltorium. Keine Angst. Deiner Freundin ist nichts geschehen. Doch bevor ich dir erlaube, sie zu sehen, löse mein Rätsel. Welche Frage stellt man nur nach guter Reflexion? Viel Glück. Fast. Aber es trifft nicht ganz den Punkt. Gut, du hast dir wohl das Recht verdient, deine Freundin zu sehen. Sie wird so erstaunt sein wie ich, dass du so weit gekommen bist. Oh, schön, dich zu sehen. Eddie wollte mir das beknackte Gesellschaftsspiel, das hinter dieser Tür wartet, erst zeigen, wenn du auch da bist. Ich hol dich hier raus. Tut mir leid, bin ich zickig? Das liegt bestimmt an dieser wunderschönen Halskette, die Eddie mir geschenkt hat. Wirklich schön, was? Ein explosiver Glanz. Na, kommst du jetzt in den Raum oder nicht? Oh, ich hoffe, ihr zwei vertragt euch. Ihr müsst nämlich zusammenarbeiten, wenn ihr den Schlüssel finden wollt. Oh, das ist gruselig. Da hat wohl jemand Feng Shui für Serienmörder gelesen. Oh, großartig. Noch mehr Fallen. Als wäre die Halskrause nicht genug. Batman, Catwoman. Keiner von euch kommt da wieder ohne die Hilfe des anderen raus. Sieh an, mehr von Eddies selbst gebastelten Freunden. Deine Sticheleien sind sinnlos. Ich habe nämlich gar keine Freunde. Tja, sieh an, das wäre geklärt. Ihr beide seid nicht gleichermaßen dumm. Glückwunsch, Catwoman. Batman, du hängst hinterher.
Oh, dunkler Ritter. Ich kann kaum die unglaubliche Freude beschreiben, dich über die Einkaufs-Gratis-Spiele verzweifelt zu sehen. Ich entschuldige mich bei dir dafür, keins gestellt zu haben, dass du dir gefügig schlagen kannst. Hier, warum lässt du deine Frustration nicht an meinen automatischen Helfern aus? Kannst du ruhig mitmachen. Du hast einen weiteren Schlüssel verdient. Es geht die ganze Nacht so weiter, oder? Das hat Spaß gemacht. Ich konnte was kaputt machen. Bist du in Ordnung? Ich bin okay, ich brauche deine Anteilnahme nicht. Nur deine Hilfe, dieses Ding loszuwerden. Ihr zwei habt keinen Grund zum Feiern. Dunkler Ritter, den nächsten Test findest du unter dem Elliot Memorial Hospital. Der perfekte Ort solltest du vor geistiger Erschöpfung zusammenbrechen.
Hey, Bats! Seit wann ist Catwoman so niedlich? Muss wohl daran liegen, dass ich sie aus deinen Augen sehe. Frag sie doch nach einem Date. Du hängst immer noch an Talia al Ghul, nicht wahr? Das ist Monate her. Selbst die Maden, die ihre Leiche fraßen, haben sie bestimmt schon vergessen. Du lässt dir diese super Gelegenheit für einen Flirt entgehen, nur weil ich deiner letzten Freundin die Lungenflügel weggepustet habe? Kleiner Tipp von deinem Mitstreiter, Brucey. Die Mädels hassen es, wenn du zu viel über die Ex nachdenkst. Diese Panzer und alles müssen ein Vermögen gekostet haben. An alle Unterstützung. Weg hier, sonst... Verstärkung kommt gleich, durchhalten. Thank you.
musste einen weiteren Schlag einstecken. Ich glaube, ich habe eine Bombe auf der Straße gesehen. Wir hätten abhauen sollen, als wir es noch konnten. Schön, dich zu sehen, Batman. Die Männer hier sagen, wir haben dich nass gemacht. Hey, kannst du mir eine Kutte mal leihen? Alles in Ordnung? Pass auf dich auf. Pass mich nicht an! Hey. Das Monster ist bei euch. Genau dort. Könnt ihr es nicht sehen? Was ist nur auf dem Luftschiff passiert? Scarecrow hat sich den Cloudburst geschnappt. Schätze, das ist übel. Wo ist Gordon? Er sucht immer noch nach Barb. Ist nicht zu erreichen. Sag mir, dass du sie gefunden hast. Cash. Es tut mir leid. Nein. Sag nichts. Nicht sie. Wenn Gordon hierher kommt, sperren sie ihn ein. Wenn er sich Scarecrow vornimmt, kann das niemals gut gehen. Ich brauche deine Hilfe. So wie ich das sehe, brauchst du ein Wunder. Warum macht dir das Gas nichts aus? Du hast Angst. Hättest du auch, wenn du wüsstest, was Scarecrow vorhat. Und warum sollte ich dir trauen? Weil ohne deine Hilfe jede einzelne Pflanze in dieser Stadt sterben wird. Wegen diesem Wunder. Ich habe eine Spore als Gegenmittel für Cranes Gift entwickelt. Einfach, wenn man weiß, wie. Und Pflanzen auf Molekularebene manipulieren kann. Könnte das die ganze Stadt schützen? Theoretisch. Aber allein schaffe ich es nicht, genug davon zu produzieren. Dann besorgen wir dir Verstärkung. Wohin? Die botanischen Gärten. Das sind die ältesten Pflanzen Gothams. Sie verraten mir, was wir tun müssen.
Cash, das Rolltor öffnet sich nicht. Was ist los? Da draußen ist ein verdammt dicker Panzer unterwegs. Sieht unfreundlich aus. Ganz wie ich. Öffnen Sie das Rolltor und ich scanne ihn vom Dach. Vielleicht finde ich eine Schwachstelle. Ich mach auf. Lass dich nicht umbringen. Da ist der Panzer. Ich muss seine Hülle scannen, um eine Schwachstelle zu finden. An alle Einheiten, Cobra-Panzer in Sektor 3 entsandt. Alle nicht essentiellen... Die linke Seite ist gescannt. Jetzt muss ich die Rückseite und die rechte Seite scannen. Die Rückseite ist gescannt. Jetzt die rechte Seite scannen. Die Cobra-Drohne würde das Batmobil nach ein paar Schüssen in Stücke reißen. Und ihre Panzerung kann von den Waffen des Batmobils nicht durchdrungen werden. Sie hat aber eine Schwachstelle. Der hintere Auspuffstutzen führt direkt zur Energiequelle. Ein gut platzierter Schuss mit dem 60mm Geschütz sollte sie ausschalten. Auf dem Radar kann ich die Drohne verfolgen, damit ich die Auspuffstutzen von hinten anvisieren kann. Cobra-Spähpanzer zerstört? Unmöglich. Wir wissen, welches Kaliber er einsetzt. Die Panzerung hätte standhalten müssen. Man kann nicht einfach einen einzelnen Kampfpanzer einsetzen und erwarten, dass er ihn zerquetscht. Batman ist zu gut dafür. Phase 2 des Angriffsplans aktivieren. Alle Cobras in Formation einsetzen. Mr. Wayne, ich hoffe, der Panzer hat Ihnen keine Probleme bereitet. Ich dachte, es würde Sie interessieren, dass das angeforderte Batmobil-Upgrade beim Uhrenturm auf den Einbau wartet. Falls der Wagen überhaupt noch ganz ist, natürlich. Danke, Lucius. Deine wahre Natur bricht hervor, wie dornige Ranken durch riesigen Beton. Der Waffengenerator Mark III ermöglicht es dem Benutzer, Sekundärwaffen zu überladen und ihr Offensivpotenzial somit zu verbessern. Jetzt muss ich nur Ivy zum Botanischen Garten bringen. Fertig sind, wird nichts von dieser stinkenden Stadt übrig bleiben. Es ist das, was ich glaube? Es ist Batman! Gib Gummi! Oh Mist, der ist hinter uns her! Gib Gas! Oh Scheiße, er kriegt los, raus hier! Wir können
können das auf zwei Arten machen. Beide werden wehtun. Ich sag dir alles! Gut. Mann, ich hoffe, die Stadtverwaltung versucht noch mal uns hochzujagen. Ich muss noch eine Hypothek abbezahlen. Ich fürchte, drei weitere dieser Cobra-Panzer sind jetzt im Einsatz. Danke, Alfred. Ich muss sie ausschalten, bevor ich Ivy absetze. Cobra-Panzer erledigt. Halten Formation. Eine Frage. Tat es weh, ihr beim Sterben zuzusehen? Nichts tun zu können. Drohne verloren. Schicke eine Cobra als Unterstützung. Barbara Gordon hat für dich gearbeitet. Sie hat für dich gekämpft. Und wo hat sie das hingebracht? Hier ist nichts. Er ist fort. Patrouille hier wieder aufnehmen. Er wird schon einen Fehler machen, was auch immer du planst. Es wird nicht reichen. Du kannst das nicht gerade biegen. Heute Nacht wird Gotham runtergehen. Und ich werde zusehen, wie du stirbst. Versuch mich in einem Stück zum Botanischen Garten zu bringen, Batman. Oder dein Wunder fällt aus. Da wären wir, Ivy. Was jetzt? Sieh nur. Sie ist älter als die gesamte Menschheit es ist. Sie hat noch immer große Macht. Aber sie ist schwach, vergiftet durch Jahrzehnte der Verschmutzung. Allein kommt sie nicht gegen Scarecrows Gift an. Dann brauchen wir noch eine. Es gibt keine zweite wie sie. Nicht mehr. Was ist passiert? Was glaubst du denn? Menschen. Sie wurden gestutzt, überbaut, bekamen kein Sonnenlicht mehr. Wenn ich die Wurzeln finde, kannst du sie retten? Sie sind verloren. Vergraben unter den Betonmonstern. Wie willst du... Je größer die Pflanze, desto tiefer die Wurzel. Warte hier. Ich finde einen Weg, sie zu befreien. Lucius, ich muss ein uraltes Wurzelsystem verfolgen. Es verläuft tief im Untergrund. Ich kann sicherlich etwas zusammenbauen, aber es wird etwas dauern. Kommen Sie vorbei, wenn Sie bereit sind. Danke, Lucius. Alfred, gib mir ein Update für Gothams Fahndungsliste. Mal sehen. Nightwing hat einen weiteren Truck des Pinguins verfolgt. Das sollte uns zu einem weiteren Depot führen und uns die Gelegenheit bieten, Cobblepot von seinen Waffen zu trennen. Wir haben einen Raubüberfall in der Bank of Gotham in Chinatown. Die Überwachungsaufnahmen entlarven die Täter als Vertraute von Two-Face. Hat Mr. Dent seine Münze verlegt? Was immer er will, er muss gestoppt werden. Danke, Alfred. Two-Face und der Pinguin in unserer Stadt? Zeigen wir denen, wer der Boss ist. Also, wessen Kehle schlitzen wir zuerst auf? Huh?